Erinnert ihr euch noch an letztes Jahr, als wir in Bratislava bei meinem Opa zu Besuch waren? Schaut euch vielleicht nochmal kurz die Szene an. So, aktuell sind wir bei meinem Opa. Und mein Opa... Oh Gott, das ist die Kamera. So. Und mein Opa hat uns natürlich mit Essen abgefüllt. Und ich... er fragt schon, was ich möchte. Und ja, er wollte auch gerne mal im Film drin sein. Also alle mal Hallo sagen zu meinem Opa. Sag ihr Wäsch. Und jetzt ja, machen wir uns wieder bereit, um zu meinem Opa zu gehen. Und Larissa hat ein sehr schönes Outfit ausgesucht. Das hatte ich beim letzten Mal auch. Ja. Oh, ich habe mir schon wieder mein Gesicht nicht eingecremt. Egal. So, und zwar treffen wir uns gleich mit meiner Mutter. Und gehen zu meinem Opa rüber. Ich sehe sie schon nach vorne. Und gehen zu meinem Opa rüber und überraschen ihn. Okay, also, folgendes ist der Plan. Meine Mutter geht jetzt schon mal einen anderen Weg, den man von dem Balkon aus sehen kann, damit der Blick auf sie gelenkt wird und damit er nicht uns schon von dem Balkon aus sieht. Weil meine Mutter sagte, dass er wohl im Balkon stehen würde und gucken würde. Und dann klingelt sie. Mein Opa weiß immer noch nicht, dass wir hier sind. Dann klingelt sie und er muss runterkommen, um die Tür aufzumachen. Und dann werden wir unten auf ihn warten und seine Reaktion abwarten. Was denkst du, wie wird er reagieren? Sich freuen halt. Weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Okay, bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich würde das so machen, dass er dann schon so runterkommt, ich bin da. Ja. Und dann lässt er mich rein und dann kannst du rufen, Jö. Okay, das ist gut, alles klar. Geh du vor. Ahoj, dědo. Můj drahý, to s těma překvapil. Moc zlato pekné. Hovorím, akorát jsem se chystal, že se jdem oholit, aby jsem byl pekný a to jsem nečekal. Ukažu pozvání, je to v roku. Pojďte. Mein Opa hat sich sehr, sehr gefreut. Er wusste, er war ganz durcheinander, er wusste gar nicht, was er sagen soll. Und wir sind dann mit ihm und meiner Mutter essen gewesen. Und dann waren wir noch bei ihm ein bisschen, ja, die haben ein bisschen Kaffee getrunken. Dann sind wir gefahren und jetzt sind wir in Djevin. Und Djevin ist ein... Eine Burg. Ja, das ist so ein... Was ist das? Das ist eine Stadt. Ortsteil, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ein Ort bei Bratislava. Und hier ist auch eine Burg oder das, was von so einer Burg übrig ist. Und da wollen wir auf jeden Fall jetzt hin und noch ein bisschen Sightseeing machen, bevor wir dann ins Hotel zurückkehren. Die Überraschung ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ich wollte gerade meine Kamera schon einpacken, wir sind gerade runtergegangen von der Burg. Da hat mich Larissa daran erinnert, dass wir ja noch eine Review machen müssen.
So, Larissa, wie ist denn deine Review von der Burg in Devin? Ich würde sagen 2 von 5 Sternen. 2 von 5 Sternen, warum so wenig? Ja, also es kostet Eintritt pro Person 5 Euro. Man geht da halt hoch, das ist diese Burgruine. Du kannst da halt reingehen, du kannst nach außen an dem Gelände anscheinend noch wie so durch so einen Park gehen. Es sind auch ein paar Informationsschilder da, wann die das entdeckt haben und wann das vermutlich gebaut wurde, die Abschnitte. Aber ja, die Aussicht ist auch nicht schlecht. Okay, dann würde ich vielleicht 3 von 5 geben. Aber man, ja, weiß ich nicht. Ich fand es jetzt nicht so aufregend. Okay, also 2 von 5 mit der Aussicht dann 3 von 5, okay. Ja? Okay. Jetzt geht's nach Hause ins Hotel. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Das Video ist vorbei. Ich persönlich freue mich total, dass wir meine Verwandten überraschen konnten und dass ich meine Kamera da hatte, um das für euch zu filmen. Und ja, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.